Der erste Beitrag in der heutigen Sendung berichtet über einen Anlass, der in einem Umfeld stattgefunden hat, wo an Luxus kaum zu überbieten ist. Die Rede ist vom Parkhotel in Vitznau. Dort haben sich die geladenen Gäste von 5 renommierten Spitzenköchen verwöhnen lassen. Und zwar am Auftakt-Event von 10 Jahren San Pellegrino Sapore Ticino. Ein Gourmet-Festival, das in der Sonnenstube der Schweiz von Mai bis Mitte Juni stattfinden wird. Hier würde man sich am liebsten für immer niederlassen. Die Anlage und die Aussicht des Parkhotels am Vierwaldstätter See besticht mit seiner Schönheit. Wer an diesem Ort zu einem Gala-Dinner einlädt, ja, der hat Vorzügliches vor. In Tat und Wahrheit. Das Gourmet-Festival San Pellegrino Sapore Ticino ist Kochkunst der Spitzenklasse. Und das seit 10 Jahren. 10 Jahre, aber ich habe nicht gewusst in 10 Jahren. War so schnell, also ich habe so viele Freunde in diese letzten 10 Jahre gefunden. Und so ist für mich perfekt. Das ist etwas sehr schön, in Vitznau zu kommen, in so ein Traumhotel. Also ist ein großes Fest. Ein festlicher Auftakt unter Freunden. Man kennt sich. Das Gourmet-Festival auf der anderen Seite des Gotthards hat sich zu einem wichtigen Aushängeschild entwickelt. Nicht nur die Tessiner Gastronomiebranche profitiert seit 10 Jahren von dieser Fusion. Die Zusammenarbeit mit San Pellegrino Sapore Ticino ist für uns eine wertvolle Arbeit, weil wir durch einen starken Brand natürlich das Tessin können, positionieren als Gourmet-Destination. Muss man denn heute immer noch das Tessin als Destination, als Gourmet-Destination etablieren oder ist das nicht schon lange geschehen? Also Gastronomie ist ein wichtiges Thema. Es gibt natürlich nicht nur die Sterne-Gastronomie im Tessin, sondern es gibt ganz viele Grotten, die auch sehr geschätzt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Fächer aufzeigen kann an gastronomischem Angebot, das wir im Tessin haben. Es ist sehr vielfältig und das wollen wir unter anderem mit diesem Anlass auch zeigen. Während des Festivals wird das Gourmet-Angebot im Tessin für 2 Monate um 60 Michelin-Sterne reicher. Mit 5 Michelin-Sternen gibt es am Gala-Dinner einen kleinen Vorgeschmack. Von wegen, viele Köche verderben den Brei. Die Chefs ausgewählter Tessiner Gastrobetriebe erlauben einen kleinen Einblick, was die Gäste am Gourmet-Festival erwarten dürfen. Zu den ausgewählten Betrieben zu gehören, ist eine große Ehre. Ja, wahnsinnig Spaß, dass die Tentazione Cavigliano ein Teil davon sein kann. Es ist eine schöne Geschichte mit 10 3-Sterne-Köchen, die ins Tessin kommen, kochen. Und eben mehr Tessiner-Köchen, die in die Deutschschweiz gehen, in die Westschweiz gehen, ein bisschen das Tessin repräsentieren. Und das finde ich eine tolle Sache. Haben Sie denn zu wenig gute Köche im Tessin? Nein, überhaupt nicht. Aber es macht Freude natürlich, wenn die halbe Welt ins Tessin schaut. Und das ist das, was das Tessin braucht, dringend. Ein bisschen internationale Power. Und mit Sapore Ticino haben wir das im Tessin. Ja. Nein, ich glaube, dass es eher am Puls der Zeit ist, um auch das internationale Netzwerk zu nutzen. Ich glaube, im Tessin gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Restaurants, sehr, sehr viele gute Köche. Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, andere Charaktere, andere bekannte Köche, die einen anderen Stil haben, was anderes kochen, ins Tessin zu holen, um auch ja, auf der einen Seite sich selber auch ein bisschen oder selber auch ein bisschen was Neues zu sehen und auf der anderen Seite auch den Gästen was Neues zu bieten. Warum, glauben Sie, braucht Tessin so ein Event? Das Tessin braucht auf jeden Fall, weil Tessin ist von der Restauration auch für die Gastronomie. Es ist eine gute Gastronomie, die Niveau ist sehr hoch. Und normalerweise die Leute denken, sie kennen nicht so ganz viel, was als die Möglichkeiten von Tessin. Die Restaurationsdichte ist im Kanton Tessin so hoch wie in keinem Schweizer Kanton. Auf 120 Einwohner kommt eine Gaststätte. Im Schweizer Durchschnitt sind es 350.
Mit dem Gourmet-Festival wird das Angebot in der Sonnenstube der Schweiz noch ein wenig reicher.